der Notfall. Jede Sekunde zählt. Doch Notfallmedizin ist nicht nur ein Rennen gegen die Zeit. Jetzt braucht man ein eingespieltes Team, moderne medizinische Geräte und jede Menge Energie. Die vom Gesetzgeber geforderten technischen Standards werden auf der Intensivstation, in der Diagnostik und im OP immer höher. Und die Anzahl der Maschinen nimmt somit ständig zu. Der Energieverbrauch eines Krankenhauses ist in den letzten 20 Jahren um rund ein Viertel gestiegen. Und das bei ständig steigenden Preisen. Unser Krankenhaus gibt etwa 500.000 Euro pro Jahr aus für unsere Energie. Das würden wir natürlich viel lieber für andere Dinge ausgeben, für unser Kerngeschäft, für Pflege, für Medizin, für gute Ärzte. Dieses Geld fehlt uns natürlich hier und deshalb ist das so interessant, hier Einsparungen zu finden. Ein Ort, an dem man in einem Krankenhaus sofort fündig wird, ist der Heizungskeller. Hier gibt es oft noch normale Gas- oder Ölkessel, die nur Wärme produzieren. Dabei ist es viel sinnvoller, die fossile Energie sowohl zur Strom- als auch zur Wärmeproduktion zu nutzen. Wie mit diesem Blockheizkraftwerk. Blockheizkraftwerke sind Mini-Kraftwerke, die einerseits Strom erzeugen und damit den Strombedarf reduzieren, der sonst noch eingekauft werden muss. Und die anfallende Abwärme wird effektiv genutzt und in das Netz eingespeist, weil auch ein Krankenhaus im Sommer einen Wärmebedarf, zum Beispiel für Trinkwarmwassersysteme, hat. Therapiebecken und der hohe Bedarf an Brauchwasser führen in einem Krankenhaus zu einem ganzjährigen Bedarf an Wärme. Die Abwärme des Blockheizkraftwerkes kann daher ständig genutzt und die gesamte Anlage so besonders wirtschaftlich betrieben werden. Energieexperten haben im Krankenhaus Bethel Berlin jedoch noch weitere Effizienzmaßnahmen realisiert. Alte Heizungspumpen arbeiten immer mit einer konstanten Drehzahl. Das heißt, egal wie viele Heizkörper gerade aufgedreht sind, die Pumpe versucht, eine konstante Menge Wasser durch das Rohrsystem zu transportieren. Ist es zu warm und werden Heizungen abgedreht, entsteht somit automatisch ein höherer Druck in den Leitungen. Die Pumpe arbeitet dann gegen einen höheren Widerstand und daher sehr ineffizient. Moderne, drehzahlgeregelte Pumpen liefern hingegen nur so viel Wasser, wie gerade im Leitungssystem benötigt wird. Das spart Energie. Die Modernisierung und Optimierung eines älteren Heizungssystems ist auch im kleineren Maßstab durchaus lohnend. Darüber hinaus gab es einige Pumpen, die wir einfach ersatzlos streichen konnten, ausbauen konnten. Und insgesamt haben wir damit etwas mehr als 100.000 Kilowattstunden Strom schon mal allein mit Heizungspumpen gespart. Und das sind rund 5% des gesamten Strombedarfs des Krankenhauses. Neben einer effizienten Wärmeerzeugung und einem energiesparenden Pumpensystem optimierte das Krankenhaus Bethel Berlin auch noch die Verteilung des Heizungswassers und die Beleuchtungsanlage. Insgesamt kann die medizinische Einrichtung so über 130.000 Euro an Energiekosten einsparen. In einem weiteren Berliner Krankenhaus, dem Evangelischen Krankenhaus Hubertus, wurde darüber hinaus die Arbeitsweise der Klimaanlage optimiert. Die Luft in einem OP wird im Sommer in der Regel über kühles Wasser in der Decke herabgesenkt. Eine spezielle Kältemaschine bringt mit Hilfe eines Verdichters diesen Kühlkreislauf immer auf die gewünschte Temperatur. In den Übergangsjahreszeiten ist es jedoch nicht notwendig, dass die Kältemaschine den Kühlkreislauf so weit herabsenkt wie an warmen Sommertagen. Durch eine intelligente Regelung kühlt die Kältemaschine die Temperatur nur so weit herab wie nötig. Der Wirkungsgrad der gesamten Anlage erhöht sich so um 30%.
Das Krankenhaus Hubertus liegt im Berliner Stadtteil Zehlendorf und verfügt über einen großen alten Park. Von Zeit zu Zeit geht hier der Hausmeister auf Exkursion. Sein Ziel liegt allerdings einige Meter unter der Erde. Über eine Leiter geht es in einen ehemaligen Heizöltank mit einem Fassungsvermögen von 1500 Kubikmeter. Dieser wurde gereinigt und dient heute als Regenwasserreservoir. Und hier absolviert der Hausmeister ab und zu eine Wartungsfahrt im Paddelboot. Das Regenwasser von zwei Dachflächen des Krankenhauses wird über Rinnen und Rohre in das Becken geleitet. Ist es am Anfang des Sommers bis zum Rand gefüllt, stehen 1,5 Millionen Liter für die Bewässerung der Parkanlage zur Verfügung. Das spart die Kosten fürs Trinkwasser. Der Wasserstand sinkt jedoch nie unter einen bestimmten Pegel. So steht im Falle eines Feuers den Einsatzkräften immer eine bestimmte Menge zur sofortigen Brandbekämpfung zur Verfügung. Intelligente Nutzung von natürlichen Ressourcen, Optimierung der Heizungs- und Klimaanlagen. Die beiden Berliner Krankenhäuser reduzierten ihre Ausgaben für Energie um ein Viertel bzw. sogar um die Hälfte. Die frei werdenden Mittel können an anderer Stelle eingesetzt werden. Und vielleicht braucht man die schneller, als man denkt.